Hallo, teste dein Allgemeinwissen. Kannst du alle 30 Fragen beantworten? Legen wir nun los. Wie immer beginnen wir mit ein paar einfachen Fragen. Wohin zieht uns die Schwerkraft der Erde? Zum Nordpol, ins Zentrum oder zum Südpol? Ins Zentrum der Erde. Wie heißt der ehemalige Palast des Kaisers von China? Verlorene Stadt, ewige Stadt oder verbotene Stadt? Sie heißt verbotene Stadt. Antwort C ist richtig. Wie heißt die Hauptstadt von Litauen? Riga, Vilnius oder Tallinn? Die Hauptstadt heißt Vilnius. Wodurch werden die Gezeiten vor allem ausgelöst? Durch die Sonne, durch Winde oder durch den Mond? Durch den Mond. Frage 5. Wo steht der höchste Kirchturm der Welt? In Madrid, Ulm oder Wien? In Ulm, nämlich das Ulmer Münster. In welchem Land befindet sich die Stadt Katowice? In Tschechien, Slowakei oder Polen? In Polen. Wie schlafen Giraffen? Stehend, liegend oder sitzen? Giraffen schlafen stehend. Wie bezeichnet man einen Gegner oder Widersacher noch? Wenn dir das Quiz gefällt und du mehr davon möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal und like das Video. Aggressor, Agitator oder Antagonist? Man nennt ihn Antagonist. Antwort C ist korrekt. Welcher Stern leuchtet uns den Weg Richtung Norden? Der Polarstern, der Fixstern oder der Neptunstern? Es ist der Polarstern. Frage 10. Zu welchem Land gehört diese Flagge? Russland, Frankreich oder Niederlande? Es ist die Flagge der Niederlande. Welches UNESCO-Weltkulturerbe kann man in der nordindischen Stadt Agra bewundern? Rotes Fort, Shiloh Ranch oder Ponderosa? Rotes Fort ist korrekt. Antwort A. Welche Knochen sind im Unterarm? Ulna und Radius, Ulna und Tibia oder Sternum und Radius? Es sind Ulna und Radius. Welcher griechische Arzt gilt als Vater der Medizin? Thales, Hippokrates oder Celsus? Hippokrates gilt als Vater der Medizin. Antwort B stimmt. Welches Gebiet wird auch als Zweistromland bezeichnet? Anatolien, Polynesien oder Mesopotamien?
Mesopotamien ist korrekt. Frage 15. Seit wann ist die deutsche Fußballzeitschrift Kicker auf dem Markt? Seit 1890, 1920 oder 1950? Seit 1920, Antwort B wäre richtig gewesen. Wie heißt der höchste Berg Japans? Vergiss nicht zu abonnieren und zu liken, wenn dir das Quiz gefällt. Fuji, Kobe oder Hokkaido? Es ist der Fuji. Mathematiker, aufgepasst! Wie groß ist bei einem Dreieck die Summe der inneren Winkel? 90, 180 oder 270 Grad? Es sind 180 Grad. Antwort B stimmt. Bei welchem Tier bringen die Männchen den Nachwuchs zur Welt? Seeigel, Hyänen oder Seepferdchen? Das ist ein Phänomen bei den Seepferdchen. Wo wurde der Schauspieler Bruce Willis geboren? In Schweden, Schottland oder Deutschland? Er wurde in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz in Deutschland geboren. Frage 20. Zu welcher Zeit lebten die Ritter? Im Mittelalter, in der Antike oder in der Steinzeit? Sie lebten im Mittelalter. Was befindet sich zwischen Mars und Jupiter? Der Saturn, der Asteroidengürtel oder der Kuipergürtel? Es liegt der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Antwort B ist korrekt. Eine Frage für Harry Potter-Fans. Woraus besteht der Kern von Harry Potters Zauberstab? Hippogreif hat, Basiliskenschuppe oder Phönixfeder? Phönixfeder stimmt. Antwort C. Von welcher Band stammt der Song Perfekte Welle? Von Tokyo Hotel, Silbermond oder Juli? Der Song ist von Juli. Wo verkündete Jesus die Bergpredigt? Vergiss nicht zu abonnieren und zu liken, wenn dir das Quiz gefällt. Am Toten Meer, am Wannsee oder am See Genezareth? Am See Genezareth. Antwort C. Frage 25. Wie heißen zwei Burgen im Rheintal? Katz und Maus, Hase und Igel oder Fuchs und Hamster? Sie heißen Katz und Maus. Welcher ist der größte Knochen des menschlichen Körpers? Ulna, Femur oder Fibula? Femur ist korrekt. Das ist der Oberschenkelknochen. Welcher ist der längste Fluss Italiens? Arno, Po oder Tiber? Der längste Fluss Italiens ist der Po.
Wie lautet die Einheit für den Lichtstrom? Lumen, Osram oder Lux? Die Einheit heißt Lumen. Vorletzte Frage. Wie heißt der rosarote Trickfilm Panther? Karlchen, Maxchen oder Paulchen? Er heißt Paulchen. Antwort C ist richtig. Letzte Frage. Was misst der Satellit Sentinel 6? Den CO2-Gehalt, den Luftdruck oder den Meeresspiegel? Er misst den Meeresspiegel. Hast du alle Fragen richtig beantworten können? Schreibe es in die Kommentare. Hat dir das Quiz gefallen? Dann abonniere unseren Kanal und verpasse kein Video mehr. Möchtest du uns unterstützen? Dann teile das Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal.